Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu The Last of Us Part 2 und alle Sammelgegenstände. Wir befinden uns mittlerweile im Kanal 13 und Ellie sagt es so schön, wir müssen alles durchsuchen und dementsprechend werden wir alles durchsuchen und finden wieder unsere Sammelgegenstände. Und wo ihr dort alles findet, das zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß damit! Im Unterkapitel Kanal 13 gibt es ganze zwei Sammelgegenstände. Nachdem wir außen lang gelaufen sind über die Balustrade, ihr habt es ja gerade gesehen, kommt ihr hier in ein Büro und auf dem Schreibtisch, da liegt unsere erste Sammelkarte, Chemimela. Wir verlassen das Büro wieder und begeben uns eine Etage weiter nach oben. Und dort finden wir dann das zweite und letzte Sammelobjekt. In diesem Unterkapitel, links im Büro, gibt es dort eine Notiz. Und das ist das einzige Artefakt, das wir hier finden können auf dem Sofa. Weiter geht's im Unterkapitel die Tunnel und dort finden wir unser erstes Sammelobjekt, eine Notiz. Wenn wir das erste Mal so richtig Ruhe in einem dieser Bahnwaggons haben. Ach, der Weg ist versperrt. Dort findet ihr links hier an der Wand von Jules ein Brief oder an Jules. Wenn der Tunnel endet und wir rechts hier in so einen rot beleuchteten Raum reingehen können, dann sollten wir noch ein Stückchen weitergehen. Ihr seht hier auf der rechten Seite an der U-Bahn so eine gelbe Markierung unter der Tür. Das sollte euch sofort einen Hinweis geben, hier ist was und ihr seht es, mank den Mülltüten findet ihr eine Sammelkarte, The Imp. In dem besagten Raum mit dem roten Licht finden wir dann auch unsere nächste Werkbank. Oh. Oh, Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Den nächsten Tagebucheintrag solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Unsere nächste Sammelkarte finden wir im Lager. Ihr seht oben links ist dementsprechend das Lager namentlich erwähnt. Hier ist auf der rechten Seite so ein, ja, ich sag mal, Metallkäfig, ein Gitter. Da kommt ihr nicht rein. Die Tür ist abgeschlossen, aber ihr könnt über die Schreibtische klettern oder unten durchkriechen und dementsprechend auf die andere Seite kommen. Und wie es sich in einem sicheren Lager gehört, ist dort ein Loch im Zaun. Ihr kommt durch und könnt dementsprechend auf der anderen Seite die ganzen Sammelobjekte einsammeln, unter anderem unsere Sammelkarte. Musik
gleich neben dem Lager finden wir den Aufenthaltsraum und auch hier gibt es wieder so einiges zu finden. Links gleich neben der Mikrowelle finden wir eine geschnitzte Statue. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar Graffiti. Ja. Warum die Wolves sie wohl Scars nennen? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich's gar nicht wissen. Doch das ist nicht alles, was wir finden. Hinten bei den Tischen finden wir auch ein weiteres Artefakt. Ein Flyer und dort ist auf jeden Fall irgendetwas oben drauf gekritzelt an Dewey von V. Und da geht's um den Türcode. Und auf der Rückseite können wir so ein bisschen lesen aus einem Artikel, der aber zum Schluss halt eben fast noch unkenntlich ist, weil die Seite ja nur abgerissen ist. Viel wichtiger ist für uns, dass wir den Türcode bekommen, der erwähnt wurde. Und ihr habt es ja gelesen, bring mir eine Cola, dementsprechend gehen wir zum Getränkeautomaten. Und siehe da, es gibt nur eine einzige Getränkedose in diesem Automaten und da dran klebt ein Zettel mit dem Türcode. Der Türcode oder auch dieser Raum ist kein Artefakt und da findet ihr auch nichts. Weiter geht's. Sieht aus, als geht's hier hoch. Weiter geht's und zwar an der Stelle des Zugunfalls. Und wenn Dina sagt, es sieht aus, es geht hier hoch, solltet ihr nochmal ganz genau hingucken. Denn auch hier findet ihr eine Nische, durch die ihr klettern könnt. Und das solltet ihr unbedingt machen, wenn ihr alles haben wollt. Denn auf der anderen Seite finden wir unsere nächste Sammelkarte Bested. Wir folgen Dina und finden in der U-Bahn, die oben hochkant, also fast hochkant steht, unser letztes Artefakt. Eine Notiz nochmal an Jules. Sie klebt wieder an der Tür. Eigentlich fast nicht zu übersehen, wenn man ein bisschen links und rechts guckt. Das war's dann mit allen Artefakten und Sammelgegenständen aus diesem Kapitel und dem davorigen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen, hat euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und verpasst auch die anderen Videos nicht zu The Last of Us Part 2. Herr Abbott bedankt sich fürs Zuschauen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.